So, herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Ich habe leider in letzter Zeit keine Videos mehr geschafft, weil ich mit der Schule ein bisschen zu tun hatte. Viele arbeiten jetzt zu vollen Ferien. Aber jetzt habe ich wieder Zeit für ein neues Video und es freut mich zu sagen, dass ich heute das Special-Video für 10 Abonnenten machen kann. Okay, manche sagen jetzt 10 Abonnenten, ja, ist nicht so viel. Aber ich sage, es gibt einen Anfang und jeder hat mal einen Anfang. Und 10 Abonnenten sind erstmal ein paar Abonnenten. Und man muss sich eben langsam hocharbeiten. Vielleicht werde ich es nie schaffen, aber wenn ich es schaffe, dann habe ich gesagt, da hatte ich doch mal nur 10 Abonnenten gehabt. Das war für mich so wenig. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wie viele Abonnenten. Aber egal, der eigentliche Grund ist ja, heute die 10 Abonnenten zu feiern. Und dafür habe ich mein Versprechen wahrgemacht. Ich habe meinen Skin geändert. Aber bevor wir das machen, zeige ich euch erstmal was anderes. Und zwar diese Welt hier. Das ist eine alte Welt von mir, die ist jetzt nicht so perfekt, sagen viele, ist auch noch nicht ausgereift. Aber es war eben eine meiner Anfangswelten. Ist auch nicht viel zu sehen, sieht auch alles sehr hässlich aus, aber das war eben eine meiner Anfangswelten. Und bevor ich euch den Skin zeige, wollte ich erst das hier machen. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich um einen Bahnhof. Schwer zu erraten. Und ja, ich würde sagen, am besten fliegen wir auch gleich mal rein. Oder wollt ihr erst das Wetter? Wir wollen hier keinen Regen haben. Wie ihr seht, ich habe noch nicht die 1.11. Den Grund dafür ist eigentlich ganz simpel. Das habe ich noch nicht zeitlich geschafft, das umzustellen. So, jetzt gehen wir hier unten erstmal in die U-S-Bahn oder U-Bahn. Also wir sehen hier sind so ein paar U-Bahn-Stationen, alles sehr unprofessionell noch. Kann man hier fahren und dann wieder aussteigen. Und dann auch zum Beispiel in die andere, auf die andere Seite. So, und dann können wir wieder aussteigen. Naja, und dann gehen wir jetzt hier mal auf den Gleis. Wieder hoch. Hier hinten habe ich auch noch einen Kiosk. Okay, ist auch alles noch nicht so professionell, aber ich weiß, ich sehe jetzt hier keine Lore gerade. Deswegen machen wir es einfach ohne Lore, das Ganze. So, und wie ihr vielleicht auch seht, wisst, oh, es leckt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Naja, auf jeden Fall in einem Jahr, in einem Monat, ungefähr, ein bisschen länger, ist mein Kanal ein Jahr alt. Und inzwischen habe ich schon ein bisschen mehr als 1000 Aufrufe. Okay, manche sagen, es ist jetzt nicht so viel. Also ich finde es toll, aber ehrlich gesagt, es geht ja auch um, was ihr lernt hier in diesen Videos. Und ja, vielleicht habt ihr irgendeine Idee, was ich dann zu meinem einjährigen Jubiläum machen könnte. So, dann gucken wir mal, wo noch Schienen verlegt sind. Hier. Seht ihr auch noch ganz unprofessionell mit so Redstone offenkundig gelegt. Aber naja, also wie gesagt, jeder fängt mal an. Mal sehen, wo das jetzt hier hinten führt. Aha. Das hier ist eine größere. Und bin mal gespannt, wo ich gleich lande. Also irgendwie leckt es heute. Naja. Will mir das Ganze doch mal Special kaputt machen. Ihr seht, es leckt heute ein bisschen, aber müsst ihr eben halt Verständnis haben mit. Hier haben wir einen schönen habe ich eine schöne Aussichtsplattform gebaut. Dann Minecraft hier geblieben. Halt! Verfolgen ein Minecraft. Okay, vergessen, dass die Folge von Minecraft ist idiotisch. Wir setzen uns einfach ein neues rein. Und geben wieder Gas.
Dann gibt es, glaube ich, noch eine Bahnstrecke. Und zwar die hier. Da wollen wir doch gleich mal ein bisschen cheaten. Ich hoffe, wir fahren jetzt in die richtige Richtung, aber das müsste eigentlich hinkommen. Ah, nein, wir fahren nicht in die richtige Richtung. Boah, wieso habe ich Idiot... Okay. Also irgendwie läuft es nicht ganz so flüssig. Der Computer ist auch schon müde. Obwohl in den letzten Tagen zu viel gezockt. Nein, Schatz. Jo. Und ich glaube, hier gibt es auch keine Linie wirklich, oder? Ist es hier schon eine Linie? Mal sehen. Oh, ist es schon eine Linie? Oha, krass. Ist ja richtig krass, die Linie. Anfahren vorbei. Och, da war ich ja echt noch ein kleines Kind. So, ich glaube, dann können wir auch schon, ich sag mal, zum Höhepunkt kommen. Ihr wollt meinen neuen Skin sehen. So, was haben wir da hinten für einen komischen Eisblock? Ah, jetzt muss ich da auch dazu sagen zu diesem Bahnhof. Also, den habe ich auch noch ohne Commands gebaut. Kann mir vielleicht jemand sagen, was das hier ist? Das kann natürlich niemand. Was ist... What? What? Ah, ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Ah, so ein Eispalast oder so. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Da, okay. Ist ja auch nicht so schlimm. Na, dann kommen wir doch jetzt mal zum Skin. Also, erstmal sage ich, ich bin nicht so gut in Skin machen. Also, Skin machen, sage ich jetzt mal. Also, Skin erstellen. Aber ich habe irgendwann Bestes gegeben. Und das sollte eben auch was mit meinem Kanal zu tun zu haben. Kanal zu tun haben. Und, ja. Dann wollen wir doch mal zur Tat streiten. Das ist mein Skin von hinten. Ihr sagt ja sicher, ihr könnt es besser als ich und so, aber mir gefällt's. Ich hoffe euch auch. So, jetzt wollt ihr den Skin nochmal von vorne sehen. Von oben. Mal ein bisschen laufen. Und wie ihr seht, habe ich hier, ich hoffe, es kann man gut erkennen, ein CB geschrieben für Cube Builder. Hier seht ihr das? Das CB. Hier. Über dem Steinblock hier. Da ist rechts davon das CB. Hallo, seht ihr das? Hier. Jetzt seht ihr es nicht mehr. Och nö. Naja, ich hoffe, euch gefällt der Skin. Mir gefällt er auf jeden Fall relativ gut. Wie gesagt, er ist made by me. Also, ich habe ihn selber gemacht. Dann können wir es nochmal drauf machen und aus einer anderen Sicht uns den Skin angucken. Und zwar hier im Inventar. So. Wir können ihn auch mal in sitzender Form sehen. Hallo? Jo, was ist denn mit dem Bein gerade los? Ah, hier ist so eine schöne Schiene. Ah, und ich sehe dann so aus. Und zwar lasse ich das Ganze mal, bevor noch hinzukommt. Ups, ich weiß nicht. Ha! Geht doch. Naja, jetzt wird es auch schon wieder Abend, sagen wir mal so. So, jetzt wird Tag. Was ich da gemacht habe, weiß ich auch nicht. Naja, wie ihr seht, ist noch eine sehr primitive Welt. Sehr primitiv. Aber ich finde es schön. Also dafür, dass ich das früher gebaut habe, als ich noch kleiner war. Und nicht so viel von Redstone verstanden habe. So eine meiner ersten richtig großen. Das war wahrscheinlich eines der größten Gebäude, die ich bis jetzt gebaut habe. Wenn ihr wollt, ich noch weitere alte Welten vorstelle, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann
Macht es. Und ihr könnt auch nochmal in die Kommentare schreiben, was ich dann machen soll zu meinem Jahrestag sozusagen. Ihr könnt auch gerne mal auf mein Video gehen, was ich als erstes gedreht habe. Das ist noch ein Zaubertrick-Video. Und könnt euch das mal angucken, wenn ihr möchtet. Und sonst, ja, ich würde mich über ein Like freuen natürlich. Und ja, wie gesagt, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr euch als Special vorstellen könnt zu dem Jahrestag. Und ja, oder schaut mal, wie ihr den Skin findet und so. Kommentiert einfach mal das Video ein bisschen. Okay, und dann sage ich auch schon, ja, bis demnächst. Ciao.